Hi, der Yannick hier. Es wird wieder höchste Zeit für ein Top 3 Video. Heute zeige ich dir die Top 3 Einsteiger-E-Drums im Jahr 2024 bis 600 Euro. Natürlich stelle ich dir nicht einfach irgendwelche E-Drums vor, du sollst ja auch langfristig Spaß damit haben. Und genau aus diesem Grund haben alle E-Drums, die ich dir heute vorstelle, einen gewissen Standard, der in 2024 zeitgemäß ist. Alle vorgestellten E-Drums haben Mesh-Headpads für ein realistisches Spielgefühl, außerdem einen USB-Anschluss, damit du das E-Drum mit deinem Computer verbinden kannst, und du kannst die E-Drum-Sets mit extra Pads erweitern für langfristigen Spaß. Wenn du böse Überraschungen beim E-Drum-Kauf vermeiden willst, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung, denn dort findest du meine kostenlose Checkliste für den E-Drum-Kauf. Auf Platz 3 haben wir das X-Drum DD530. Und jetzt geht's los mit dem Soundcheck. Weiter geht's mit dem Aufbau des X-Drum DD530. Wir haben einen Hi-Hat Controller, zweimal 10 Zoll 2 Zonen Mesh Headpads, das X-Drum DD530 Soundmodul, ein 10 Zoll 2 Zonen Hi-Hat Pad, zweimal 12 Zoll 2 Zonen Cymbal Pads, dann haben wir zweimal 8 Zoll 2 Zonen Mesh Head Pads und zu guter Letzt ein 8 Zoll 1 Zonen Mesh Head Kick Drum Pad. Jetzt kommen wir zu den technischen Daten des X-Drum DD530. Das DD530 hat 400 interne Sounds, 45 Drumkits, davon sind 29 Drumkits voreingestellt und 16 User-Kits kannst du frei gestalten. Das DD530 hat 44 interne Songs, also Play-Alongs, wie zum Beispiel Beats, Rhythmen oder Patterns. Außerdem haben wir ein internes Metronom, damit du auch wirklich im Takt bleibst. Es sind zwei extra Trigger-Eingänge vorhanden, damit du zum Beispiel ein viertes Tom-Pad oder ein zweites Crashbacken-Pad anschließen kannst. Und natürlich haben wir auch einen USB-Anschluss, damit du das Soundmodul mit deinem Computer verbinden kannst. Weiter geht's mit den Vorteilen des X-Drum DD530. Das DD530 ist vergleichsweise günstig in der Anschaffung, benötigt relativ wenig Platz durch das kompakte Rack und hat ein geringes Gewicht von lediglich ca. 25 Kilogramm. Außerdem ist das DD530 durch die Mesh-Headpads und den Hi-Hat Controller wirklich sehr, sehr leise spielbar. Also da musst du keine Angst haben, dass deine Nachbarn vom Sofa fallen. Das ist auch wieder sein Witzboy. Leider gibt es kein perfektes E-Drum, deswegen kommen wir jetzt zu den Nachteilen des X-Drum DD530. Leider sind die Beckenarme nicht einstellbar, da sie in das Rack eingelassen sind. Außerdem haben wir leider nur einen Hi-Hat Controller. Das dient zwar dazu, dass das E-Drum-Set sehr leise spielbar ist, aber vom Spielgefühl her kommt es nicht an ein Akustik-Set ran. Leider gibt es vergleichsweise wenig Play-Alongs bzw. interne Songs zum Mitspielen, da wären ein paar mehr Songs gerade für Anfänger schön gewesen. Das X-Drum DD530 ist erhältlich bei Kirstein oder bei Amazon und kostet aktuell 519 Euro. Auf Platz 2 haben wir das Millennium MPS 750X. Hören wir uns also mal an, wie das E-Drum-Set klingt. Weiter geht's mit dem Aufbau des Millennium MPS 750X. Das Herzstück des E-Drum Sets ist das MPS 750X Soundmodul. Dann haben wir ein 13 Zoll 2 Zonen Hi-Hat Pad inklusive Hi-Hat Controller, ein 12 Zoll 2 Zonen Cymbal Pad, ein 14 Zoll 3 Zonen Cymbal Pad. Das MPS 750X hat insgesamt 4 10 Zoll 2 Zonen Mesh Head Pads. Und zu guter Letzt ein 8 Zoll 1 Zonen Mesh Head Kick Drum Pad. Kommen wir zu den technischen Daten des MPS 750X. Das E-Drum Set hat insgesamt 697 Sounds,
40 Drumkits, davon sind 20 Drumkits voreingestellt und die restlichen 20 User-Kits sind frei einstellbar. Außerdem sind 55 interne Songs zum Mitspielen vorhanden und sogar eine Bluetooth-Funktion, das heißt, du kannst zum Beispiel dein Handy mit dem Soundmodul verbinden und ganz einfach zu deiner Lieblingsmusik spielen. Um im Takt zu bleiben, gibt es auch ein internes Metronom und zwei extra Trigger-Eingänge, damit du das Set erweitern kannst. Und zu guter Letzt haben wir auch einen USB-Anschluss, damit du das Soundmodul mit deinem PC verbinden kannst. Weiter geht's mit den Vorteilen des MPS 750X. Mit 697 Sounds hat das MPS 750 eine wirklich große Auswahl an Sounds. Außerdem haben wir eine Bluetooth-Funktion, was in dieser Preisklasse wirklich außergewöhnlich ist. Für ein realistisches Spielgefühl wie bei einem Akustikset sorgt die Hi-Hat-Maschine inklusive des Hi-Hat-Controllers. Wenn du jemand bist, der gerne mal daneben haut... Ich? Ja. Nö. Warum? Dann schafft das 13 Zoll Ride Cymbal Pad vom MPS 750X Abhilfe, denn das Ride Cymbal Pad hat wirklich eine angenehme Spielgröße und da haust du nicht so leicht daneben. Jetzt geht's weiter mit den unschönen Dingen über das Millennium MPS 750X. Leider sind die Beckenarme in das Rack integriert, das heißt, du hast nur beschränkte Einstellmöglichkeiten. Und durch das große Rack und die Hi-Hat-Maschine benötigt das MPS 750X relativ viel Platz. Das Millennium MPS 750X ist bei Thomann erhältlich und kostet aktuell 529 Euro. Das Beste kommt zum Schluss. Auf Platz 1 haben wir das Millennium MPS 850. Weiter geht's mit dem Soundcheck. Weiter geht's mit dem Aufbau des Millennium MPS 850. Das Herzstück ist das MPS 850 Soundmodul. Dann haben wir ein 12 Zoll 2 Zonen Hi-Hat Pad inklusive Hi-Hat Controller, zweimal 12 Zoll 2 Zonen Cymbal Pads, zweimal 8 Zoll 2 Zonen Mesh-Hat Pads, außerdem ein 12 Zoll 3 Zonen Cymbal Pad. Insgesamt hat das MPS 850 dreimal 10 Zoll 2 Zonen Mesh-Head Pads und zu guter Letzt haben wir ein 8 Zoll 1 Zonen Mesh-Head Kickdrum Pad. Die Daten des Millennium MPS 850. Das MPS 850 hat insgesamt 550 Sounds, 50 Drum Kits, davon sind 30 voreingestellt und 20 User Kits kannst du frei einstellen. Dann haben wir 100 interne Songs zum Mitspielen, ein internes Metronom, damit du im Takt bleibst, außerdem zwei extra Trigger-Eingänge. Diese extra Trigger-Eingänge sind allerdings schon durch das vierte Tom-Pad und das zweite Crashbacken-Pad belegt. Und natürlich haben wir auch einen USB-Anschluss, damit du das MPS 850 Soundmodul mit deinem PC verbinden kannst. Wir machen weiter mit den Vorteilen des MPS 850. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich unschlagbar, du wirst für diesen Preis kein vergleichbares E-Drum finden. Es ist serienmäßig ein viertes Tom-Pad und ein zweites Crashbacken-Pad dabei. Außerdem haben wir eine große Auswahl an internen Songs zum Mitspielen. Die Hi-Hat-Maschine inklusive des Hi-Hat-Controllers sorgt für ein realistisches Spielgefühl. Und du kannst beim MPS 850 sogar Samples importieren, das heißt, du kannst das Soundmodul sogar noch erweitern. Jetzt geht's weiter mit den Nachteilen des Millennium MPS 850. Das Soundmodul des MPS 850 hat leider vergleichsweise wenig Sounds. Außerdem sind die beiden extra Trigger-Eingänge bereits durch das vierte Tom-Pad und das zweite Crashbacken-Pad belegt. Nein, doch. Es wäre natürlich schön, wenn es noch ein oder zwei weitere Trigger-Eingänge geben würde, die nicht serienmäßig belegt sind. Wenn du darauf angewiesen bist, Platz zu sparen, dann ist das MPS 850 nicht die beste Wahl, denn durch das große Rack und die Hi-Hat-Maschine benötigt das MPS 850 relativ viel Platz. Das Millennium MPS 850 ist erhältlich bei Thomann und kostet aktuell 598 Euro. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib einfach einen Kommentar unter diesem Video. In der Videobeschreibung findest du nicht nur die Produkte aus diesem Video, sondern auch meinen persönlichen Thomann-Shop. Dort findest du mein persönliches E-Drum-Equipment, sowie weiteres nützliches E-Drum-Zubehör, was ich dir sehr empfehlen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da und abonnier den Kanal, damit du keine Videos mehr verpasst.